Hey Leute, es geht weiter hier in Remnant 2 und im DLC The Dark Horizon. Nachdem wir ja jetzt schon den Durchgang zum letzten Gebiet, glaube ich, oder schon fast zum Gebietsboss erreicht haben, will ich jetzt hier in dieser Folge mal so ein bisschen den Kram noch einsammeln, den wir haben liegen lassen. Ich hoffe, ich vergesse da jetzt nichts. Wenn noch irgendwas rumliegt, wo ihr sagt, das muss ich unbedingt noch einsammeln, dann lasst mich gerne wissen. Aber wir starten jetzt hier erstmal in der Station 13. Wir bekommen nämlich mit dem DLC ein neues Material, das wir der guten Ava zum Basteln geben können. Aber das kriegen wir nicht im DLC-Gebiet, sondern hier vom Brabus, heißt er, glaube ich. Ich hätte nicht erwartet, dich wiederzusehen. Mal sehen, ob wir dich da draußen. Wir schauen mal, was der so im Gepäck hat. Das müssen wir jetzt alles kaufen. Moment, ich habe hier im Moment die Maus irgendwie noch am Start. Reicht denn da überhaupt mein Geld? Also wir müssen sein ganzes Inventar quasi leer kaufen. Wird schon reichen. Schon. Ich habe von dem nicht so viel gekauft bisher, muss ich sagen. Weil da war jetzt keine Waffe dabei, wo ich dachte, das wäre jetzt der Brüller schlechthin. Na. Schlagringe. Was man hier alles kaufen kann. Gut. Ja, in Ordnung. Hab deine Waffe immer geladen. Verliere nicht den Kopf, Fremdling. Gut, und jetzt reden wir noch Schön, mal mit dich dem. Leben zu sehen, Fremdling. Als du das erste Mal hier durch, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Aber egal, dann sah ich dich durch den Weltenstein gehen. Ganz davon abgesehen, dass du auch meinen Lagerbestand geleert hast. Nun denke ich über den Ruhestand nach. Meine Vergangenheit ist nicht schön. Viel Blut. Manchmal frage ich mich, ob die Dinge anders hätten sein können. Ob ich Dinge hätte anders machen können. Doch dann erinnere ich mich, dass es egal ist. Ja, egal. Ich habe etwas für dich. Okay, den Brabus, das ist ja eigentlich ein alter Bekannter. Den kennen wir jetzt schon aus dem ersten Teil von Remnant 2. Da war es noch ein Gegner. Für uns, der hat sich ja in der Zwischenzeit irgendwie gewandelt, nachdem wir ihm jetzt hier alles abgeschwatzt haben. Setzt er sich zur Ruhe. Wir kriegen das aber ist noch nicht, was von weil ihm. Ich dich mag. Das tue ich nicht. Aber ein Kämpfer. Hab mir gedacht, dass du das besser gebrauchen kannst als ich, oder? Ich wette, McCabe könnte da etwas draus machen. Sie ist schon dahinterher, seit ich es ihr das erste Mal gezeigt habe. Brauchst du noch etwas, wenn du schon mal hier bist, Fremdling? Waren habe ich ja nicht, du? Oder? Hat er jetzt nicht mehr. Ich könnte was Meinst verkaufen, du, aber du egal. Bleib mit dem Finger am Abzug, bis du dir sicher bist. Die Toten bekommen keine zweite Chance. Ah, da gibt mir noch tolle Sprüche mit auf dem Weg. Gut, dann haben wir jetzt noch ein Material bekommen. Das geben wir jetzt mal der Ava. Ich glaube, das dauert dieses Mal länger, bis die da was draus gebastelt hat. Yippie, du bist zurück. Genau, ich habe hier was, was du dir ansehen ich solltest. Ich habe bereits an deinem Blick erkannt, dass du mich mit irgendetwas belästigen wolltest. Komm. Hör zu, ich stecke bis zum... Also gut, ich schätze Brabus, sagst du? Schätze das. Jetzt steh da nicht einfach mit Glotzaugen herum. Her damit, bevor ich das Interesse verliere. Oh, das ist eine Überraschung. Brabus hatte das die ganze Zeit versteckt? In Ordnung, jetzt verschwinde. Ich habe zu tun. Es wird dauern, aber es wird sich lohnen, glaub mir. Kein Grund zur Eile. Gut, also die ist jetzt ein bisschen beschäftigt. Wir gehen in der Zwischenzeit wieder zurück. Und machen ein paar Dinge. Wir haben ja jetzt diese ganzen Teile für den defekten Roboter zusammengesammelt.
Und da gehen wir jetzt zurück. Reparaturlabor. Oder wollten wir hier weitermachen? Ich weiß es ehrlich gar nicht. Ich habe in der Zwischenzeit nämlich ja dieses modrige Terrarium da abgeschlossen. Wir gehen jetzt ins Reparaturlabor. Und gucken mal, was wir hier für den Bot bekommen. Oder wenn wir den zusammenbasteln, was wir da bekommen. Gut, weiter geht's. Wie gesagt, wir können jetzt diesem Bot hier einfach alle vier Teile geben. Ohne dass wir hier den Torso manipuliert haben. Hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gezeigt. Ups, wenn wir im Inventar hier... Ah, nee, nicht Torso, Kernspeicher. Da können wir hier auf den Knopf drücken und dann färbt sich das anders. Ich werde jetzt aber erstmal probieren, das so alles hier zu geben. Und werde dann einen Speicherstand laden und dann gucken wir uns die zweite Möglichkeit auch noch an. Da bin ich also auch gespannt. So, wir gehen jetzt hierher. Gehen jetzt mal den Kopf her. Realisieren. Statusbericht erstellt. Scanne Umgebung. Die nötigen Teile wurden nicht erkannt. Fahre vor. Okay, wir geben ihm quasi alles. Restliche. Analysiere Vorgang aufgezeigt. Fahre vor. Analysiere Vorgang aufgezeigt. Fahre vor. Analysiere. Bitte warten. Bestätigt. Der Eindringling wird nicht länger benötigt und es wird geraten, seine Todessequenz. Was? Todessequenz? Hallo? Oh Gott! Ah! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, komm! Wir bekommen einen Ring-Schildwandler und eine Umladung, aufgeladene Wunden. Das gucken wir uns jetzt mal an. Einen Ring. Da, Schildwanderaktivierung eines Mods, der mindestens 100 Mordenergie kostet, erzeugt ein Schild für 20% der maximalen Gesundheit. Cool. Und wir haben eine... neue Umwandlung erhalten. Aufgeladene Wunden. Feuerrate und Nachladegeschwindigkeit der ausgerüsteten Waffe werden um 2,5% pro überladenem Wesen innerhalb von 15 Meter erhöht. Ach, wie kompliziert. Also das ist wohl günstig, wenn man das an einer Waffe mit Elektroschaden einsetzt. Vermute ich da mal. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt zurück. Und wir treffen uns dann hier an dem Weltenstein wieder, wo ich dann die zweite Möglichkeit ausprobiere. Okay, ich bin wieder zurück hier beim Roboter und wir gucken uns jetzt hier den Kernspeicher nochmal an und drücken da den Knopf. Das war der
hier. Genau. Mal hier oben drauf drücken. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was passiert, wenn wir das jetzt alles abgeben. Ich hoffe mal keinen Bosskampf. Da bin ich jetzt eben so ein bisschen überrascht worden. Analysiere. Statusbericht. Scanne die nötigen. Fahre fort. So, Arm geben wir ab. Analysiere. Vorgang ab. Haben die Klaue. Analysiere. Vorgang aufgetreten. Fahre vor. So. Analysiere. Bestätigt. Diese provisorische Einheit ist jetzt voll betriebsfähig. Wieder Instandsetzung bisschen abgeschlossen. Deine Hilfe skeptisch. In dieser Angelegenheit wurde in meinem Kernspeicher aufgezeichnet. Dies umfasst einen hervorgehobenen zusätzlichen Eintrag von persönlicher Dankbarkeit. Ich wurde mit dem Wissen programmiert, dass es üblich ist, Belohnungen im Austausch für Gefälligkeiten zu gewähren. Möchtest du eine Belohnung für deine Demonstration von Anstand haben? Natürlich will ich eine Belohnung haben. Freundlichem Sarkasmus. Gibt es noch einen anderen Dienst, Geistwandler. Den ich kann? Soll ich? Ich weiß jetzt nicht, ob man hier noch irgendwie was bekommt. Ich bin nicht länger befugt, Daten über die. Es gibt Sicherheitsprotokolle. Sicherheitsprotokolle. Okay, der kann uns nichts erzählen irgendwie. Diese Interaktion wird als freundlich kategorisiert. Okay, wir haben einen Ring bekommen. Den gucken wir uns jetzt hier gleich mal an. Geistwandler. Eingehender Schild gewährt 150% des Schilds als Mod-Energie. Gut. Das wäre das. Überhaupt alles, was man hier so findet, das hat irgendwie was mit Schild zu tun. Also wenn man da irgendwie sein Bild auf Schild generieren und sonst was ausrichtet, dann sind die Gegenstände vielleicht hier gar nicht so schlecht. So, ich wollte jetzt nochmal zurück. Und zwar ins Konservatorium. Weil ich denke, ich hatte ja irgendwo nochmal so einen Rest von einer Brücke gesehen, wo ich nicht genau wusste, wie man da reinfliegt. Oder wie man da hinkommt. Aber ich glaube, da kann man einfach hier vom mit einem Gleiter da neben dem Gärtner einfach runter und rein. Das möchte ich jetzt noch mal gucken. Okay, weiter geht's. Wir laufen hier geradeaus runter. Da steht der Gärtner noch rum. Und es ruckelt wieder. Vielleicht sollte ich mir doch mal eine neue Grafikkarte kaufen. Echt. Okay. Und wir müssen hier irgendwie runter. Und dann können wir nämlich da links... Nee, links. Quatsch. Rechts rein. Hier irgendwie so. Genau. Hier waren wir nämlich noch nicht drin. Weiß nicht, kommt man da viel weiter? Oh je. Ah. Mein Gott. Ja, was
war das wieder? Das Spiel ruckelt wie Sau. So, und hier kriegen wir ein Relaisgerät. Ein Amulett. Das Wechseln von Schusswaffen erhöht Fernschaden um 20% für 1,5 Sekunden. Plus zusätzlich 0,5 Sekunden für jede Kugel im Magazin. Macht maximal 15 Sekunden. Mhm. Gut, ist jetzt nicht so doll für den Bogen, den ich da habe, weil der hat ja nur einen Schuss im Magazin. Aber natürlich für meine Elektrowaffe hier, die Enigma, wäre das schon besser. So, wir kommen hier zu einem noch nicht inspizierten Aufzug. Irgendwo hinbringt. Einfach wieder nach oben. Ah, na. Ja, hier waren wir schon mal. Okay, da hatten wir aber nur die Türe gesehen, die dazu war. Hier bleibt schon mal ganz schön weg hier. Sind wir eigentlich da oben schon wieder? Ich hätte eigentlich... einfach zurückgehen sollen zum Weltenstein. Aber egal, wir gehen zu Fuß. Wollen wir noch ein bisschen Erfahrungspünktchen einsammeln. Ich habe immer noch so ein paar kleine Gebiete, wo ich noch nicht weiß, wo ich da, wie ich da hinkomme. Und ich wollte mich jetzt... ich gehe jetzt in Station 13 zurück. Wir wollen nämlich noch was anderes machen. Im Kampf. Ist nicht im Kampf. Ist hier Geld? Ich bräuchte wieder Geld. So. Was wir ja noch nicht geschafft haben, ist diese drei Kristalle auszubuddeln, für die wir da noch ein Prisma kriegen. Und das machen wir jetzt gerade nochmal. Ich wollte mir dann auch nochmal eine Liste der Materialien oder der Gegenstände anschauen, um zu checken, ob wir alles eingesammelt haben oder ob ich noch irgendwie was vergessen habe. Uns fehlt natürlich immer noch ein Dungeon, also mindestens einer, wo natürlich auch noch Zeug drin liegt. Aber es könnte ja sein, dass irgendwo anders auch noch was rumliegt und... das würde ich natürlich auch noch ganz gerne einsammeln. So, wir müssen drei Kristalle ausbuddeln. Dazu brauchen wir eine Schaufel. Wo habe ich denn die Schaufel? Hier. Gut, ich habe natürlich jetzt hier vom Brabus da alles Mögliche gekauft. Das muss ich hier mal... Das nervt mich nämlich immer, wenn da irgendwelche Ausrufezeichen stehen, dann denke ich immer, ich habe da irgendwas übersehen. So. Gut. Den ersten Kristall,
Den finden wir hier irgendwo, glaube ich. Genau. Ein prismatischer Stein. So, und den zweiten finden wir im Labyrinth. Und da musste ich... Obwohl, nee, Labyrinth hatte ich schon freigeschaltet. Das ist jetzt nicht das Problem gewesen. Aber das dritte Fragment findet man, oder den dritten Kristall, findet man halt ziemlich am Ende des Spiels. Und da musste ich nochmal fast komplett durch. Ach so, wenn ich jetzt... Nee, dann gehen wir zuerst ganz zum Schluss hier ins Umland der Asche, weil da habe ich den Checkpoint noch aktiv. Da muss ich da nicht durchrennen. Also vom Umland der Asche, wo man eben im letzten Gebiet ankommt, rennt man dann runter und muss einmal durch diesen komischen Güterbahnhof durch. Wo man ja so eine ganze Horde oder mehrere Hordenwellen besiegen muss. Und sobald man dann hinten rauskommt, gibt es einen kleinen Checkpunkt. Ist aber kein großer Weltenstein, deswegen habe ich den jetzt aktiviert gelassen und gehe da zuerst mal hin. So, genau, also... Hier in diesem Eingang geht's weiter und da vorne sind wir hergekommen. Das müsste jetzt dieser große Bahnhofsbereich da sein. Genau, mit diesen vielen Zügen etc. Also wenn ihr das Spiel schon mal durchgespielt habt, dann kennt ihr diesen Bereich. Und hier kommt man eben zu dem kleinen Checkpunkt. So, jetzt bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, wo man graben muss, ganz ehrlich. War das jetzt hier hinten oder hier? Ich glaube hier irgendwo. Ich grabe mal. Ah, hier wohl nicht. Na. Oder war es doch hier hinten? Hm. Doch ein bisschen weiter vorne. Ah, nee. Ich krieg nur Munition. Schade, schade. Mein Gott. So etwas habe ich noch nie gesehen. Hier, gut. Ich sollte Wallace danach fragen. Okay, also es ist vor diesem komischen Silo-Container hier. Munition brauche ich jetzt natürlich nicht. Genau. Damit haben wir den zweiten Kristall gefunden. Jetzt muss ich leider nochmal über die Station 13 gehen, weil ich von hier ja nicht teleportieren kann. Und wir gehen ins Labyrinth. Leider weiß ich da jetzt nicht genau, wo ich da hin muss. Ich gehe jetzt einfach mal und zeige euch dann, wo man genau sein muss. Okay, ich bin jetzt hier im Labyrinth an diesem kleinen Checkpunkt hier mit diesem Kreuz. Das kennt ihr sicher, wenn ihr das Labyrinth schon mal durchsucht habt. Man kommt da von oben hier durch dieses Portal rein und fällt hier runter. Und wenn man hier geradeaus durchläuft, dann kommt man zu einem so einem Wechselportal. Nenne ich das jetzt mal. Was halt alle paar Sekunden hier so das Ziel wechselt. Ah, genau. Hier guck mal schon mal. Ach, geschafft. Das ist nämlich das Ziel, das wir hier haben wollten.
jetzt zufällig das Richtige hier. So, jetzt kommen noch ein paar Gegner. Hier mal jetzt hier einfach. Upsi. Ein paar Sachen einsammeln. Und wir graben hier irgendwo. Genau. Wir bekommen Davon Material. Kann ich nichts mehr tragen. Und eigentlich gehen wir jetzt, ja, müssen wir jetzt nur noch zum Wallace zurück mit diesen drei Sachen. Mit diesen drei Prismasteinchen hier. Trinken ein Schlückchen. Und gehen zur Station 13 zurück. So. Und laufen dann zu unserem Freund und Kupferstecher da oben. Und der müsste uns jetzt eigentlich einen neuen Prismastein dafür geben, wenn mich nicht alles täuscht. Fremdling. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Genau. Und ein Simulacrum müssen wir abgeben. Uff, okay. Naja gut, ich habe noch ein paar. Das ist mal der Eifersucht. Auf Wiedersehen, Fremdling. Gut, tschüss. Wir gehen. Jetzt gucken wir kurz mal bei der Ava, ob die uns schon was gebastelt hat hier. Die wird aber noch nicht fertig sein, nehme ich mal an. Ich wollte ja mal nur gucken, ob dieser eine Typ, der da oben schläft, der kommt hier manchmal auf die Brücke, also oder selten mal hier raus. Und wenn man den dann anquatscht, dann bekommt man irgendwie einen Ring von ihm. Den habe ich noch nicht und ich gucke jedes Mal, ob der da irgendwo rumsteht, dass man mit ihm reden kann. Aber er ist immer noch am Schlafen. So, hast du jetzt was für mich? Sieh mal einer an. Du nutzt also tatsächlich die Pistole, die ich für dich gemacht habe. Ist es vollbracht? Ja, ja, ist fertig. Mach das Ding nicht kaputt. Oder doch? Mir egal. Was kriegen wir dann? Eine Nahkampfwaffe erhalten. Schwarzes Großschwert. Ich schätze, du bist nicht vollends unerträglich. Mit diesen ganzen faszinierenden Gegenständen zum Herumbasteln, die du mir bringst. Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass du mich beeindrucken willst. Also danke dafür, dass du alles so interessant machst. Also, brauchst du so? Mach dich vom Acker, Fremdling. Ich hab zu tun. Okay, wir haben eine neue Waffe erhalten. Schwarzes Großschwert hat unbeugsamer Schlag drin. Charged Attacks become indomitable. Also ich nehme mal an. Dass die nicht unterbrochen werden können, die Aufladung für einen schweren Angriff. Okay, also wer gerne mit Nahkampf unterwegs ist, mit Nahkampfwaffen, für den ist das wahrscheinlich, hat kritische Trefferchance 15%. Schwachstellenschaden plus 110%. Also jetzt gegenüber der Schaufel, aber nun gut. Taumelmodifikator 25%. Okay, ist sicher keine schlechte Waffe, aber für mich, ich bin ja kein Nahkämpfer, von daher
Nicht so interessant, aber eine coole Waffe an sich. So, jetzt werde ich mich mal ein bisschen umsehen, ob man hier noch irgendwas einsammeln kann in den Gebieten, die ich schon entdeckt habe im Dark Horizon. Und dann werden wir das jetzt noch tun. Einen Gegenstand kann ich jetzt gleich noch holen, fällt mir gerade so ein. Den haben wir nämlich am Anfang vergessen. Hatte ich schon mal nachgeguckt. Und zwar gehen wir hier zum ruhigen Ausblick zurück. Das ist eigentlich das erste Gebiet, wo wir da auf den Gärtner treffen. Gleich am Anfang. Ich dachte, das hätte ich schon eingesammelt, aber offensichtlich doch nicht. So, hier liegt nämlich noch ein Ring rum und den sammeln wir jetzt schnell noch ein, bevor ich den Teil hier beende. Was das Rätsel hier übrigens angeht, da weiß ich jetzt, dass man das nicht hier in dem One-Shot erledigen kann, sondern dass man da quasi nochmal einen Abenteuermodus starten muss und dann eben diese, also da fehlen dann zwei dieser drei Fragmente, die man da einsetzen muss. Und die muss man dann eben finden und dann kriegt man, ja, ich weiß gar nicht, was man dann kriegt. Ist ja auch egal. Jedenfalls kriegt man irgendeinen Gegenstand und man kann es hier nicht im One-Shot-Modus machen. So. Jetzt fliegen wir hier mal um die Ecke. Ich meine, das wären dann auch erstmal so ziemlich alle Gegenstände. Also wir müssen da oben dann raus, die wir hier auf der Oberwelt und nicht den Dungeons einsammeln können. So, ich dachte, ich wäre hier nochmal hingegangen und hätte das schon geholt, aber offensichtlich... What? Nein! Bin ich ein Depp? Was war denn jetzt das? Jetzt falle ich da aber noch ins Wasser. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also dann alles nochmal. So, hier rüber. Gegner wegschnitzeln. So, jetzt aber ein bisschen aufpassen. Nicht wahr sein. Ey, falle ich da noch runter? Aber da ist es so schnell, schnell, schnell. Dann mache ich hier, mache ich da und dann passt man nicht auf und schon ist man tot. Gott sei Dank bin ich ja nicht so weit weg hier. Manchmal, da weiß man ja dann gar nicht mehr, wo man lang gelaufen oder lang geflogen ist hier in diesen Gebieten. Hier geht's ja jetzt noch. Ist ja relativ übersichtlich. So. Pass ich mal ein bisschen besser auf hier. Ah, aber jetzt gehen wir hier rein. So, und dann finden wir nämlich hier noch einen Ring. Ich weiß gar nicht, warum ich den nicht schon vorher eingesammelt habe. Bruchbeschleuniger. Bruchbeschleuniger. Was macht der Schönes? Erhöht Bewegungstempo und physischen Schaden um 5%. Wenn Hast aktiv ist, ist der Bonus verdoppelt. Okay. Bisschen Schaden mehr. Aber ich habe die beiden Waffen, die ich hier habe, die machen, glaube ich, keinen physischen Schaden. Ja doch, der Spaten natürlich. Aber den Spaten will ich ja eigentlich gar nicht drin haben. Wieso habe ich den immer noch drin? Ich nehme hier mal wieder meinen Flegel rein. So.
Okay, gut, aber das war es jetzt wirklich für diesen Teil. Ich glaube, ich muss mir da noch 2 Dungeons vorknüpfen und dann haben wir den Endboss vor uns, nehme ich an. Dann haben wir so ziemlich alles hier abgegrast. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit reinschaut. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.